Hey Leute, was geht ab? Hier ist Cynex mit einem weiteren Kommentar und natürlich mal wieder einem weiteren Gameplay. Ihr seht schon im Hintergrund, heute geht es um Zombies und ihr habt es auch schon im Titel gelesen, was passiert bei einer Zombie-Apokalypse. Und heute bin ich nicht alleine, denn ich habe mir den Teros eingeladen. Moin moin, natürlich erstmal danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und ist auf jeden Fall ein Thema, das haben wir uns letztens mal ausgedacht, als wir zusammen das neue DLC gespielt haben, beziehungsweise den neuen Spielmodus Mob of the Dead. Seht ihr hier im Hintergrund, alles ziemlich interessant. Wir haben da eine Runde schön gespielt und ihr seht da wahrscheinlich einen kleinen Ausschnitt, weil es ein ziemlich langes Gameplay ist. Und heute soll es mal darum gehen, was passiert eigentlich, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht? Was macht man und wie geht man am besten vor? Ein ziemlich interessantes Thema und wir haben uns da was ganz Bestimmtes ausgedacht. Genau, die Fragestellung war natürlich auch, wie überlebt man am besten sowohl kurzfristig als auch, was glaube ich am wichtigsten ist, langfristig. Wir haben uns da eben als Szenario überlegt, die Walking Dead Serie zu nehmen als Vorbild, die ich übrigens auch nur empfehlen kann an euch. Und das ist eben so, dass dort die Zombies sowohl sehr dumm als auch sehr langsam sind, was man da eben auch beachten muss. Sprich, sie sind eben vereinzelt, keine große Gefahr, aber es gibt da eben eine sehr große Überzahl. Auf einen Überlebenden kommen 5000 Zombies, sprich, es gibt eigentlich keinen Gewinn, sondern es ist nur die Frage, wie lange könnt ihr überleben? Genau. Genau. Ja, wobei die ersten, also auf einen Zombie, nee, Quatsch, auf einen normalen Menschen 5000 Zombies, das ist ja auch erst, wenn die Apokalypse dann etwas weiter gegangen ist, weil die Leute infizieren oder die Zombies infizieren dann die normalen Menschen und dann geht das ja immer weiter. Ich denke mal, am Anfang wird das eher etwas schleppend kommen. Dann kommt nicht groß in den Nachrichten, jetzt ist gerade die Zombie-Apokalypse ausgebrochen, rennen sie um ihr Leben, sondern dann kommt erstmal irgendwelche mysteriösen Nachrichten von irgendwelchen Leuten. Das ist ja dann immer in den Filmen, ist das ja immer Patient X oder Patient 0. Oh. Und dann infizieren die immer mehr und mehr Menschen und ich glaube, wir als dedizierte Gamer, die können die Anzeichen schon ganz gut deuten. Ich denke mal, auch ihr werdet dann ganz schnell Bescheid wissen, wenn dann so die ersten Nachrichten kommen und werdet dann schon ziemlich schnell darauf kommen, dass vielleicht bald die Zombies ausbrechen, während dann die normale Bevölkerung noch zu Hause sitzt und sich denkt, ja okay, das ist jetzt irgendeine komische Droge oder so und noch gar nicht weiß, worum es geht und dann die Zeit sollte man auf jeden Fall nutzen. Ja, es ist eben eine ganz kritische Phase, weil wahrscheinlich in den ersten Tagen ungefähr 99% der Menschen schon direkt sterben werden. Von daher, wenn ich jetzt erfahren würde vom Fernseher oder wie auch immer, dass jetzt eine Zombie-Apokalypse gerade im Gange ist, ich würde mich wahrscheinlich erstmal, was ihr auch vielleicht machen könnt, in meinem Zimmer oder in der Wohnung umschauen, okay, und welche Waffen sind jetzt am geeignetsten? Ich glaube, da ist gar nicht so viel an Optionen da bei uns in Deutschland, hier vor allem ohne große Schusswaffen. Ich würde mir wahrscheinlich erstmal direkt einfach nur ein paar möglichst scharfe Küchenmesser schnappen und dann direkt planen, weil ich auch in der Nähe von Hamburg wohne, sprich eine große Bevölkerungsdichte dort ist, erstmal sofort möglichst weg von den Leuten in abgelegenere Gebiete. Ja, würde ich auf jeden Fall auch machen, aber wenn ich mal so überlege, also wirklich viele Waffen habe ich jetzt hier eigentlich nicht rumliegen. Ich denke mal auch ein Küchenmesser, ein Schweizer Armeemesser, also ein Taschenmesser, irgendwie sowas in die Richtung. Viel ist das eigentlich nicht. Also ich denk mal, das meiste wäre erstmal Nahrung für die ersten paar Tage und natürlich auch auf lange Sicht Nahrung. Also viele Konserven, Reis lässt sich unglaublich lange halten. Sowas in die Richtung würde ich mitnehmen. Und dann gerade, ich denke mal, die meisten von euch werden in irgendeiner Stadt wohnen. Da muss man auf jeden Fall weg, weil ganz viele Menschen bedeutet eigentlich auch ganz viele Zombies. Viele werden ganz schnell sterben und Menschen bedeuten eigentlich immer später dann Zombies und eigentlich Gefahr. Deshalb würde ich mich auf jeden Fall von Hauptstraßen, generell von größeren Städten und überhaupt auch Dörfern fernhalten. Weil Zombies an sich alleine kann man eigentlich immer ganz gut, kommt man gut mit klar, mit so einem einzelnen Zombie. Der ist natürlich ein bisschen stärker als jetzt so ein normaler Mensch, der spürt auch keinen Schmerz, man kann den Bein abhacken und der krüppelt trotzdem weiter in Richtung Fleisch. Aber man kommt gut mit dem klar, sobald der Kopf ab ist, dann gibt er auch Ruhe. Allerdings so keine Ahnung, wenn die in so einer großen Herde kommen, wie es halt in der Stadt üblich dann ist wahrscheinlich, dann hat man auf jeden Fall schon ein großes Problem. Deshalb sollte man sich auf jeden Fall von großen Bevölkerungen fernhalten. Und ich denke mal, dann ist auch direkt die große Frage, wenn man nur ein Messer hat, was macht man denn eigentlich gegen so große Zombieherden? Ich glaube, ich persönlich glaube, dass da Schusswaffen da gar nicht so die beste Methode sind. Genau, so Schusswaffen sind erstens natürlich gefährlich, weil die noch mehr anlocken, als sie eigentlich töten. Weil sie extrem laut sind? Genau, und ich glaube auch, Deutschland hat mal eine schlechte Karten, wenn man das mit Walking Dead vergleicht in der Serie, da hat ja eigentlich jeder eine Schusswaffe, weil natürlich auch die Amerikaner typischerweise alle eigentlich eine haben zu Hause. Hier gibt es vielleicht in ganz Deutschland vielleicht 20.000 Waffen oder so, von daher wären die erstmal generell schon mal Gold wert, aber auch generell, glaube ich, sollte man da jetzt keinen großen Gedanken erstmal dran verschwenden, solche Waffen zu finden, sondern ich glaube, es geht wirklich dann erstmal so in Richtung Messer und solche Geschichten. Und ich glaube auch, dass man da gar nicht so schlechte Karten hat, weil die sind eben so dumm, dass man die eigentlich relativ schnell, wenn man auch die Serie sich anschaut, Walking Dead, dass man die eigentlich trotzdem auch mit einem Messer ganz gut klarkommt erstmal.
Und ich würde erstmal sowieso, wie gesagt, von den Menschenmassen weggehen, mit dem Fahrrad wahrscheinlich sogar erstmal abhauen, eben weil dort wahrscheinlich viele mit dem Auto abfliehen werden von Hamburg weg. Die Straßen sind überfüllt, alles gesperrt, von daher erstmal mit dem Fahrrad und auch erstmal wahrscheinlich in irgendeinen Tante-Emma-Laden um die Ecke mir erstmal die ersten Tage dafür Essen besorgen. Und dann ab in den Wald, der bei mir in der Nähe eben sich befindet, und dort die ersten Tage wahrscheinlich aushalten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei Düsseldorf ist das wahrscheinlich eher schlecht, sowas ausgeprägt. Ich glaube, generell ist da die Menschen, die Bevölkerung so krass dicht, dass es, glaube ich, ziemlich schwer wird, da erstmal zu Ja, fliehen. also ich glaube, meine Chancen stehen relativ schlecht, wenn die ersten Zombies kommen. Weil ich meine, NRW, höchste Population vom Bundesland her, Düsseldorf, so Rhein-Ruhr-Gebiet, das ist schon ziemlich schwierig, könnte auf jeden Fall blöd werden. Deshalb überlege ich mir gerade, großer Fehler, den glaube ich die meisten machen werden, erstmal irgendwas plündern, irgendwie so in den Mediamarkt gehen, sich irgendwie eine PlayStation holen oder so. Einfach klauen, weil es gibt ja keine Gesetze mehr und so. Die meisten Leute werden ja dann irgendwie zu ihren Familien gehen. Leute, macht das nicht, von der PlayStation habt ihr nicht viel. Und übrigens auch das Gleiche, was ich schon häufiger gehört habe, mit einem Schalldämpfer würde man ja ganz gut klarkommen. Kann ich eigentlich nur widersprechen, denn Schalldämpfer ist nicht so wie in Call of Duty, dass es die Schüsse wirklich leiser macht. Das ist immer noch arschlaut. Das ist ein Pistolenschuss. Der Schalldämpfer macht es natürlich ein bisschen leiser, aber die Zombies werden es trotzdem hören und werden dann auf euch zurennen. Also ihr lockt damit eigentlich nur noch mehr an. Und was die meisten wahrscheinlich auch nicht wissen, mit Waffen kann, also mit keiner, kaum einer kann ja wirklich mit Waffen umgehen. Ich meine, wenn ihr drei Magazine geschossen habt, die meisten werden es nicht wissen, aber dann meistens fliegen euch die Dinger um die Ohren, weil ihr müsst eine Waffe wirklich sauber machen. Also wirklich viel könnt ihr mit richtigen Schusswaffen, gerade automatischen Waffen, könnt ihr eigentlich nicht anfangen. Deshalb würde ich eher auf ein Schwert oder die Walking Dead-Zuschauer wissen es, auf einen Samurai zurückgreifen. Das ist irgendwas, was im Nahkampf wirklich sinnvoll ist. Das ist, glaube ich, am besten. Und die Schusswaffen dann eher auf Konfrontation mit Ja, anderen also auch Menschen. sowieso, die Munition ist, glaube ich, auch eher das große Problem bei Ja, Waffen. ja. Also erstmal wahrscheinlich, wie gesagt, man hat eigentlich kaum Übung mit Waffen. In Walking Dead zum Beispiel haben die auch teilweise mit Munition geübt, ohne dass überhaupt auf Zombies geschossen wurde. Das ist, also mit anderen Worten, eigentlich eine große Verschwendung. Von daher, wie gesagt, mit dem Schwert ist schon eine gute Idee, nur die Frage ist, wo bekommt man sowas? Und ich glaube, es ist generell so eine Sache, dass man eben in so einer Apokalypse viel improvisieren muss. Und sich da viel beispielsweise zusammenbasteln muss und solche Dinge machen muss. Und da, ich glaube, Plan wird generell schwierig. Aber wie gesagt, wenn ich da jetzt eben in meinem Wald da jetzt bin, die ersten Tage überstehe, dann geht es eben in Richtung mittelfristig und langfristig. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant, denn da habe ich, also meiner Meinung nach, langfristig wirklich, wenn man sich überlegt, so mehrere Jahre, wenn da wirklich Unmengen, also quasi jeder Mensch quasi ein Zombie ist, man kann sich da nicht durchschnetzeln und irgendwie immer auf der Straße mit dem Auto unterwegs sein. Das geht einfach nicht. Also meine Meinung wäre, dass man sich relativ schnell schon ein Boot schnappt, dann erstmal aufs Wasser geht, weil die meisten Zombies können nicht schwimmen. Und selbst wenn sie da irgendwie in deine Nähe kommen, die können nicht aufs Boot drauf, weil dann ist man erstmal relativ sicher. Allerdings hat man dann ein Problem, wie kommt man an Trinkwasser ran? Okay, das kann man sich dann noch irgendwie auffangen oder so. Oder wie kommt man überhaupt an Nahrung ran? Also selbst irgendwann nach 2, 3 Jahren würden ja auch dann irgendwann Konserven zu Ende gehen, wenn man so einen riesen Frachter hat, was ich ja irgendwie nicht glaube. Also man muss irgendwie sich auf Dauer selber ernähren können, man muss irgendwie selber sich was anbauen können. Und ich wäre dann auf jeden Fall relativ schnell auf eine einsame Insel gegangen, wo halt einfach die nicht so riesig ist, dass halt immer noch Zombies irgendwo sein könnten, wo man sie nicht findet, aber die natürlich auch nicht so klein ist, dass man irgendwie Angst hat, klaustrophobisch zu werden, weil man einfach nicht genug Platz hat. Man muss natürlich auch Platz haben, um was anbauen zu können. Man ist ja meistens nicht alleine, man hat entweder seine Familie oder Leute, die man auf dem Weg getroffen hat, hat man dabei. Deshalb eine einsame Insel, die so die richtige Größe hat, ist natürlich hier gerade so in Mitteleuropa extrem schwierig zu finden. Allerdings, wenn man dann einmal darüber geht, alles von Zombies befreit, hat man sich eigentlich so ein eigenes Plätzchen Erde beschafft, dass das komplett sicher ist, meiner Meinung nach. Es sei denn, natürlich, es kommen andere Menschen darauf und bringen vielleicht Zombies mit oder so. Ja, also ich glaube, es ist wirklich so der ideale Plan und das ideale Szenario, so eine Insel zu finden. Aber ich erinnere mich nur gerade daran zurück, in dem Walking Dead Videospiel, da hatte auch eine Figur diesen Plan, mit einem Boot eine Ja. Insel zu finden. Und ohne jetzt viel zu spoilern, aber ich sag mal so, das hat auch jetzt nicht so ganz geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Von daher, das sind tolle Vorstellungen, aber ich glaube, in diesem Chaos und in diesen, sag ich mal, unvorhersehbaren Situationen, ich weiß nicht, ob man darauf jetzt so sicher bauen kann, Nee, natürlich aber nicht. Man gut. muss immer natürlich einen Plan B haben. Ist ja alles gerade hier nur hypothetisch, aber Alternativen gibt es natürlich auch ein paar. Ja, also ich würde wahrscheinlich auch erstmal probieren, generell
schon mal das eigene Überleben zu sichern, indem ich auch eigene Nahrung anbauen kann. Ich habe, das Problem ist auch wieder hier, man stellt sich das eben so toll vor, aber ich habe davon eben natürlich auch keine Ahnung, weil ich in meinem Alltag damit nichts zu tun habe. Aber das ist eben so die Idee, selbst Nahrung anzubauen, ja, wie auch immer man das hinbekommt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Also, ich wüsste gar nicht, wie ich das genau mache. Aber Scheiße. Vielleicht findet man da auch Mitmenschen, die sich damit eher auskennen. Und das ist auch mal die Frage, Kooperation, ja oder nein? Ich glaube wahrscheinlich schon, erstmal probieren, mit Leuten zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dass es generell auch alle schon eher machen würden. Ich glaube, niemand ist da jetzt groß auf einem Ego-Trip. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, in Walking Dead ist es vielleicht eher der Fall, weil das eben auch für eine Serie, das eben für die Story gut ist, wenn es da viel Stress gibt und so weiter. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt die Menschen wirklich so auf Krawall alle gebürstet sind. Und sich alle gegenseitig umnieten. Ja, glaube ich jetzt auch nicht so. Aber am Anfang vielleicht eher aus Zufall, wenn es halt darum geht, irgendwas zu plündern. Und später halt wirklich, wenn die andere Gruppe irgendwas hat, was man selber unbedingt braucht, dann vielleicht. Aber generell kann man sich ja eigentlich mit den meisten Menschen gut anfreunden. Deshalb glaube ich das auch nicht. Aber was ich auch noch ganz interessant fände, wäre eigentlich, sich so ein eigenes Gebiet, quasi so ein kleines Dorf abzustecken. Die Walking Dead-Zuschauer werden jetzt wahrscheinlich lächeln, ich werde nichts spoilern. Aber ein kleinen Bereich, so ein kleines Dorf, wo man einmal komplett alle Zombies rausholt oder säubert quasi und dann einfach sehr hohe Barrieren absteckt, die natürlich auch immer bewacht sind vor Zombies und natürlich auch vor anderen Gruppen und sich dann halt natürlich da drin aufhalten muss. Aber wie gesagt, dann ist auch wieder das Problem, wie baut man alles an? Man muss natürlich Leute finden, die sich damit auskennen. Ich glaube, das allererste, was ich machen würde, ist entweder auf Wikipedia gehen und mir das irgendwie downloaden, dass ich mir das später noch angucken kann, wie das alles funktioniert, oder halt irgendwie so Bear Grylls Survival Guide runterladen. Irgendwie so, wo ich halt finden kann, wie ich selber was anbaue, wie ich selber halt in der Wildnis überlebe. Ja, aber das mit der Stadt ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Ich glaube, die ersten Tage natürlich totales Chaos und vor allem, glaube ich, auch die ersten Monate. Das geht, denke ich, mit Sicherheit auch erstmal nicht so alles vonstatten. Aber ich glaube, früher oder später wird wirklich alles wieder in Richtung, da wird sich wieder viel organisieren, da werden, sag ich mal, Gruppen gebildet, da werden Aufgaben verteilt in so Städten, dass Leute sich eben ums Essen kümmern, auch ums Beschützen. Und vielleicht auch so eine Art, was ich auch mir überlegt habe, schon so eine Art Abkommen man vielleicht mit anderen Gruppen bildet. Mhm. Die einen machen das Essen für alle, kümmern sich darum, dafür bieten die anderen Schutz und so. Ich glaube, sowas ist, glaube ich, langfristig das große Ziel, dass man eben wieder eine Organisation findet, eben auch eine, sag ich mal, eine Zivilisation, die sich selber unterstützt. Genau, das Wort hat mir jetzt gefehlt. Genau, dass man so eine Struktur wieder findet, um das langfristig zu überleben. Ja, aber ich glaube, das würde halt einfach nicht funktionieren mit einem Dorf. Deshalb wäre eigentlich die Insel wirklich die optimale Dauerlösung. Ich bin schon mal sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt, habt ihr bestimmt auch eine Meinung zum Thema. Ich bin sehr gespannt, schreibt mal in die Kommentare, was ist eure Dauerlösung, welche Waffen würdet ihr benutzen? Habt ihr irgendwie eine vernünftige Waffe bei euch hier im Haus rumliegen? Ziemlich interessante Fragen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Diskussion, die dabei entstehen wird. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Dabeisein, Teros. Ja, hat Spaß gemacht. Und ansonsten, genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cynex. Haut rein. Ciao, ciao.